Stopp! Hände weg! Als erst kommt... mal zuerst! Die Fossilien gehören mir! So einer bist du. Ein obsessiver Streber. Mit Elektro-Pokémon. Ausgefallen. Und eigentlich ziemlich cool, weil da habe ich jetzt keine Probleme, das Team auseinanderzunehmen. Wadi. Ist tot. Level 22. Pikachu! Ah, ich könnte einfach mal die Viola wieder eintauschen und einfach Ruckzuck-Heat benutzen. Ich habe zwar keine AP mehr auf Blut, aber gegen Elektro-Pokémon müsste ja eigentlich auch Ruckzuck-Heat was bringen. Eigentlich könnte ich es auch mit Irrlicht noch schwächen. Ah, Donnerwelle, das ist natürlich fies. Also das wird es eher nichts mit Irrlicht, sondern ich mache einfach Ruckzuck-Heat, damit ich trotzdem zuerst angreife. Das ist das Schöne an der Attacke. Und man merkt, man weiß halt sofort, ob man paralysiert ist und nicht angreifen kann, hey. Noch einmal. Dann hat er noch eins, ne? Hat er drei. Magnetilo. Na, ah, Mist, da komme ich mit Ruckzuck-Heat nicht weit. Dann nochmal Gungoliv. Und dann ist das auch schon geschafft. Dann haben wir ein Fossil von einem Pokémon, welches wir nicht kennen. Ist es das Fossil von einem Rayquaza, einem Metagross? Na gut, ich gebe dir eines ab. Das möchte ich auch meinen. Sonst greife ich dich mal mit meinem Pokémon an, aber nicht deine Pokémon, sondern dich selbst, weißt du? Und so. Das wäre ich auch übelst extrem. Ich meine, diese ist halt alle viel zu friedlich. Hey, nicht so gierig. Ich sagte, ich gebe dir eines ab. Ich habe noch nicht mal eines genommen. Arschloch. Möchte ich das Helix-Fossil oder möchte ich das Dumm-Fossil? Ja, ich weiß ja bei keinem von beiden, was am Ende dabei rauskommt, dank Randomizer. Deswegen nehme ich einfach mal das Dumm-Fossil in Gedenken an den Erfurter Dom. Ist das ein dämliches Wortspiel. Okay, dann gehört das hier mir. Na gut. Puh, haben wir den Mondberg endlich geschafft. Und noch ein Gegengift gefunden. Apropos Gegengift. Noch schnell den Paraheiler benutzen. Wie war das eigentlich? Kommen jetzt noch Trainer vor Azuria City? Es ist mir nicht bewusst. Glaube nicht, oder? Das war jetzt nur noch so ein kleines Stück. Gibt's noch irgendeine... Ah, doch, hier. Doppelkampf wollt ihr, hä? Das könnt ihr vergessen. Er tritt von brutaler Energie mit zerstörerischer, verheerender Wirkung. Wenn es auf Ankommen des Megakicks die ultimative Attacke. Okay, ich werde Megakick einem Pokémon beibringen. Ich dachte, du willst kämpfen, aber ja. Ja, das ist völlig in Ordnung. Ich muss erstmal gucken, welches das überhaupt lernen kann. Oh. Cool. Jetzt muss ich mich entscheiden. Ich glaube aber eher Martin. Jo. Ah, das... Wow. Okay. 120 Base-Schaden und 75 Genauigkeit. Wusste ich jetzt gar nicht. Megakick. Kommt man denn mal zum Megakick? Dann mache ich mal Megakick gegen Silberblick. Bam, fetter Rhyme. Ich hoffe, das lohnt sich jetzt auch mit der Attacke. Nicht, dass ich die irgendwann wieder überschreibe. Weil ich irgendwas anderes beibringen will. Nun sind wir Freunde, was Dritte angeht. Soll es gehen, ehe dich der arme, vielgeleitete Kerl, der dort drüben nur Hiebe trainiert sieht. Ach so, du bringst meinen Pokémon also Mega-Hieb bei. Das ist mir jetzt aber egal. Aber es ist notiert. Trotzdem frage ich mich seit jeher, warum Mega-Hieb und Mega-Kick keine Kampfattacken sind. Ich meine, hä? Lauf ich mal kurz ins hohe Gras gucke. Ach ne, genug wilde Pokémon für heute. Auf nach Azuria City!
Und ins Pokémon Center. Dieser Bill! Ich hörte, für seine Pokémon wird er alles tun. Wirklich alles? Okay. Ich glaube, hier gibt es nichts. Niemand, der mir irgendwie was andrehen will. Ich wollte noch nachgucken. Kanto reicht. Time Pikachu, Ulfix, Parsec Omod, Akani. Wo ist es hin? Da. Gibt es das hier irgendwo in der Nähe? Moment. Das ist doch hier und so. Die Route. Da. 22. Nehmen wir Tanya City. Da gibt es Akanis. Ach, die sind Level 2. Wie soll ich das fangen? Naja, Mist. Oder? Was war es noch? Dürfte Kraftwerk sein oder Felstunnel? Okay. Na, mal schauen, was mir dann auf den anderen Routen noch so begegnet. Ich bin jetzt eigentlich schon in der Arena. Da hätte ich das eigentlich weg. Ja. Let's go. Auch wenn es vielleicht schlauer wäre, erst die Nuggetbrücke. Ach, egal. Klatsch! Ich bin dein erster Gegner. Es geht los. Na, mal schauen, was es hier für eine Arena ist. Bitte nicht Stein oder... Bitte nicht Wasser. Das wäre schon mal ein Anfang. Tengulist! Oh, komm, bitte. Lass es eine Pflanzenarena sein. Bitte. Das wäre so cool. Wow, ein Volltreffer. Und trotzdem noch nicht tot. Obwohl es sehr effektiv ist. Mit vierfachen Schaden. Nein, halt. Sechsfachen Schaden. Ui. That boy got special defense. Aber es ist trotzdem tot. Komm, jetzt. Ein kleines Pokémon. Juhu! Ein Zamurzel. Sehr schön. Es handelt sich hierbei tatsächlich um eine Pflanzenarena. Ach ja, das ist super. Erst Stahl, dann Pflanze. Am besten dann noch Eis oder so. Das wäre auch cool. Gut, dann hört es auch schon auf. Ach ne, Käfer gibt's noch. Yeah. Ist gar nicht. Ich glaube, bei Randomizer kannst du sogar diverse Typen doppelt geben. Das wäre ja richtig cool. Jetzt noch eine Stahlgebung und noch eine Pflanzenarena. Kann natürlich auch sein, dass die nächsten drei Wasser sind. Das wäre natürlich nicht so cool. Schwimmer Konstantin wurde besiegt. Das darf nicht wahr sein! Es ist aber... Oh Gott, 64 Pocket-Dollar. Mehr nicht. Mehr passt in deine scheiß Badehose nicht rein an Geld. Oh Mann. Okay, weiter geht's. Oh, ich weiß jetzt gar nicht, ob jemand Misty sprechen wollte. Ich meine, ich lasse die Stelle jetzt so oder so frei, aber ich kann jetzt noch nicht sagen, wer Misty spricht, wenn ich gegen Misty gekämpft habe, gegen Misty kämpfe. Deswegen lasst euch überraschen. Aber das macht jetzt erstmal wieder zu Shell. Wie, du? Ich bin schon zu gut für dich. Misty muss ich nicht mit dir abgeben. Frauen. Picknicker Gwendolin. Mit einem Loturzel. Das hatten wir lange nicht mehr. Oh, boah, Level 19. Ah, jetzt wird es langsam interessant. Stimmt, Misty hat ja auch Pokémon Level 21 oder so. Oder es war 21 so. Weiß ich gerade gar nicht. Okay, Glut. Wow. Ja, da bin ich tatsächlich erstaunt. Ich dachte, das macht irgendwie mehr Schaden. Ich meine, es ist zwar nicht effektiv oder so, aber... Schau, was Ruckzuck-Keep macht. Okay, jetzt auch nicht viel mehr. Und gehört nach Heuler schon... Erst recht nicht. Dann weiter Blut. Naturkraft. Na dann mach. Und Blut. Blip. Ah, muss ich doch nochmal ins Pokémon Center. Ich bin überwältigt. Muhahaha.
Keine Panik, Misty. Ich muss mich nochmal heilen. So nervig, dass man hier noch nicht in Gebäuden rennen kann. So sinnlos. Als ob ich immer meine Schuhe ausziehen würde, nur wenn ich eine Arena betrete. Ich weiß, weil ich dann nasse Füße bekommen würde in der Arena. Naja. Also wie gesagt, ich habe jetzt keine Ahnung, ob Seychelle das spricht, die spricht, die Misty spricht oder irgendeine andere Dame, die ich dazu noch überreden kann. Egal, los geht's. Du musst neu sein, ich habe dich noch nie gesehen. Wenn ein Trainer zum Profi werden möchte, muss er sich eine Pokémon-Taktik erarbeiten. Auf welche Weise fängst du deine Pokémon? Meine Strategie basiert auf dem gnadenlosen Offensiveinsatz von Wasser-Pokémon. Gnadenloser Offensiveinsatz von Pflanzen-Pokémon. So viel Zeit muss sein. Oh, Reptail. Na dann. Ah, Ruckzuck-Hieb auch noch. Ui. Okay. Das ist schon nicht schlecht. Dreifacher Schaden und trotzdem so wenig. Na gut, Glut hat jetzt nicht so die krasse... nicht so den krassen Base-Schaden, aber... Na klar, Supertrank, mach nur. Na, ich habe volle AP. Ich habe Zeit. Ha, wow, jetzt wird's stärker. Hätte natürlich auch Irrlicht einsetzen können, weil... Man hätte eigentlich vorausahnen können, dass... Bis die nochmal einen Supertrank nutzt. Ob sie jetzt nochmal einen nutzt? Nein, okay. Wow, 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 ganz ruhig. Bitte lass Viola ganz. Oh, kein Level Up. Ah, noch ein Tangulist. Ach, da wechsle ich mal. Ich brauche den Trank. Ui, Level 21. Ah, hatte ich doch recht. Ah, das wird jetzt ziemlich robust, wa? Na gut, es geht. Wachstum erhöht. Nur Spezialangriff. Ja. Dann ist auch egal. Und... Oh, Mist. Ein Sternschauer einstecken. Ist das nochmal Supertrank nutzt? Nö. Okay. Hat wohl nur einen. 800 Erfahrungspunkte. Nicht schlecht. Wow, du bist sehr gut. Alles klar. Ich überlasse dir den Quellorden als Zeichen deines Triumphes. Juhu! Der Quellorden lässt alle Pokémon bis Level 30 deinen Befehlen gehorchen. Sogar Außenseiter gehorchen dir. Deine Pokémon können den Zerschneider nun jederzeit einsetzen. Du kannst kleine Büsche zerhacken und so neue Wege freilegen. Zu guter Letzt schenke ich dir noch meine Lieblings-DM. TM03, die mir wahnsinnig viel bringt. TM03 ist die Aquawelle. Wasser-Pokémon können diese Attacke erlernen. Ja, richtig. Wasser-Pokémon können diese Attacke erlernen. Ich habe auch so wahnsinnig viele. Der erste sinnvolle TM kriege ich bei Pyro. Ich glaube, ich werde auch vorher keine einzige benutzen können. So legen. Donnerblitz? Nein. Dann kommt, glaube ich, Megasauger? Nein. Was auch immer noch kommt. Psycho-Attacken auch nicht. Ich glaube, es ist echt die einzige. Und dann höchstens noch Erdbeben. Müsste, oder? Ich glaube, bei Giovanni gab es Erdbeben. Naja, auch. Egal. Wir haben den zweiten Orden! Wuhu! Beweis, Beweis. Da! 3 Stunden 17. Ja. Turbo-Taste mit eingerechnet. Alles klar. Dann würde ich mal sagen, ich mache erstmal wieder einen Aufnahmestopp und danke euch fürs Zusehen und man sieht sich dann auf dem Weg zu Bill und dann kommt ja der ganz andere Spaß, MSN und irgendwann auch noch Major Bob. Also dann bis später.